wach werden mit Licht, sich ein paar Minuten Zeit nehmen, nach oben zu schauen, rauszuschauen, in die Ferne zu schauen. Das wären so die ersten Tipps. Dann den Kaffee danach, das regelmäßig gemacht und man ist morgens auch dann deutlich schneller fit. Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Mit Felix Möse und Matthias Baum. Störung der Energieverteilung im Körper. Ursache für Müdigkeit, Erschöpfung, Muskelschmerzen und Infektanfälligkeit. Das ist der aktuelle Titel unserer Health Nerds Episode. Leute, herzlich willkommen. Hier ist euer Gesundheitspodcast. Hier sind Matthias Baum und Felix Möse. Und wir sind hier in der Sprechstunde dafür da, eure Fragen zum Thema Energieverteilung und Müdigkeit zu beantworten. Matthias Baum und sein Wissenschaftsteam haben fleißig Fragen gesammelt in dieser Woche von euch über Instagram, Facebook und über unsere Website artgerecht.com. Matthias, erstmal herzlich willkommen. Es sind einige Nachrichten angekommen. Ja, hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein. Und ja, ist richtig, einige Nachrichten sind angekommen und spannend und lange Nachrichten. Gucken wir uns gleich nochmal an. Ich finde es super, wenn auch wirklich detailliert beschrieben wird. Wahrscheinlich erfahrungswert, auch wenn manchmal gefühlt Informationen fehlen, dass man dann vielleicht nicht weitergehen kann. So glaube ich, dass viele versuchen, umfangreich schon mal alles zusammenzufassen. Wir werden drauf eingehen und ich freue mich drauf. Ihr habt auch sehr genau hingeschaut, welche Fragen am besten hier für die Sprechstunde geeignet sind. Nochmal der Hinweis, weil das werden wir immer wieder gefragt von Leuten, die ihre Frage dann im Podcast gar nicht hören. Ihr kriegt trotzdem natürlich eine Antwort, auch wenn eure Frage hier nicht on air ist. Matthias Team oder er persönlich werden euch per E-Mail benachrichtigen und natürlich eine detaillierte Antwort schicken. Also keine Sorge, jeder wird hier von uns gehört, ist doch klar. Jetzt geht's los. Die erste Frage, das ist noch eine der kürzeren, denn wir haben heute wirklich, du hast schon angerissen, viele Fragen bekommen, die sehr detailliert sind und wo wirklich eine sehr persönliche Beschreibung eines Problems dahinter steckt. Die erste Frage, um mal locker reinzukommen, die kommt von Peter, der hat uns via Facebook eine Nachricht geschickt. Liebe Health Nerds, meine Frage zur Folge, wie schaffe ich es morgens, wenn mein Wecker klingelt, den Energielevel schnell auf ein gutes Niveau zu bringen. Ich habe immer das Gefühl, ich könnte noch ewig weiterschlafen, in Klammern, eigentlich schlafe ich jede Nacht 7 Stunden, Klammer zu, und ich brauche locker eine Stunde morgens, um wirklich richtig wach zu werden und klar zu denken. Kaffee hilft. Danke für euren Tipp. Liebe Grüße, Peter. Also Kaffee hilft, klar, aber was Matthias, hilft wirklich oder was ist der Grund? Ich glaube, so geht es vielen Leuten. Ist bei mir ehrlich gesagt nicht anders. Wenn ich morgens wach werde, habe ich das Gefühl, ich brauche sehr lange, um erstmal in die Gänge zu kommen, um wirklich da zu sein. Wollen wir damit starten, dass Kaffee vielleicht gar nicht wirklich hilft? Oh, weil interessant. Es ist definitiv so, dass Koffein im Kaffee selbst ein Taktgeber ist und damit schon durchaus den Biorhythmus mit beeinflussen kann. Aber es gibt auch neuere Untersuchungen, auch im Vergleich zu Placebo-Effekt, was den Kaffee unter Umständen mit einnehmen kann, so dass man dadurch nicht unbedingt wacher werden muss. Bedeutet, es ist eher die Routine, die sich eingeschlichen hat. Und wir kennen alle die netten Online-Memes und Ähnlichem. Bitte sprich mich nicht an, bevor ich meinen ersten Liter Kaffee getrunken habe und Ähnliches. Und wir bewegen uns, wenn wir hier über Energiemangel sprechen, nämlich zu Beginn des Tages, eigentlich über einen Bereich, wo ich in gar nicht mal über das morgendliche Aufstehen als erstes sprechen würde, sondern über das, was in der Nacht passiert ist, nämlich wie man geschlafen hat. Von Peter wissen wir jetzt schon mal quantitativ 7 Stunden und man sagt ungefähr so 7,5 sind so im Mittel das, was Schlafenszeit im optimalen Bereich ist, aber je nach körperlicher Belastung, die am Tag stattgefunden hat, kann sich die Zeit auch nochmal verlängern und es gibt verschiedene Störfaktoren, die vor allen Dingen die Ruhezeit im Biorhythmus, also die 12 Stunden, die nicht als aktive Zeit gelten, durchaus mit beeinflussen können. Das heißt, wir sprechen hier vor allen Dingen um Dinge, die den Biorhythmus aktivieren, zu einer Tageszeit oder eben einer Abendzeit, wo eigentlich Ruhe einkehren sollte. Wovon spreche ich? Zum Beispiel den wichtigsten Taktgeber Licht. Und wenn wir zwar eigentlich zur Ruhe kommen und auch der 7-Stunden-Schlaf irgendwie stattfinden kann, dann kann es gut sein, dass der Lichteinfall am Abend die Melatoninproduktion reduziert. Man kann dann vielleicht trotzdem gut einschlafen. Tiefschlafphasen und auch REM-Schlafphasen sind nicht ausreichend. So, das heißt, Regeneration kann nicht gut stattfinden. Kognitive Verarbeitung, wenn die REM-Schlafphasen fehlen, kann nicht gut stattfinden.
Und dann verschiebt sich die Melatoninkurve, die über die Nacht zunimmt und so seine Spitze zwischen 3 und 4 Uhr nachts eigentlich erreichen sollte, physiologisch. Die verschiebt sich und dann kann es gut sein, dass wenn man dann morgens aufwacht, man eigentlich noch gar nicht so richtig fit ist. Und dieses morgendliche Aufwachen wird über ein Hormon gesteuert, nämlich Cortisol. Und diese Cortisol Awakening Response, also die höchste Cortisolausschüttung des Tages, die macht uns eigentlich wach. Und Peter verrät uns schon, er braucht den Wecker, um aufzustehen. Und wir alle kennen das. Im besten Falle oder ein guter Indikator ist, so lange zu schlafen, bis man automatisch aufwacht. Das konkurriert häufig mit den Terminen, die man so über den Tag hat. Dementsprechend muss ich meine abendliche Planung mit einbeziehen. Und worauf will ich hinaus? Ich würde Taktgeber, die den Biorhythmus auf Aktivität schalten, rausnehmen, insbesondere Licht rausnehmen. Da muss noch gar nicht so viel supplementiert werden, wenn man über Melatonin beispielsweise spricht. Erstmal das Licht konsequent rausnehmen und sich darauf trainieren, regelmäßige Aufstehzeiten zu halten. Und ich gebe gerne das Beispiel, gerade wenn Menschen in Schichtdiensten oder Ähnlichem arbeiten, also Früh- und Spätschichten. Ich würde mich an die Zeit orientieren, wo es die früheste Zeit ist, um meinen Biorhythmus darauf versuchen einzustellen, also auch an anderen Tagen dementsprechend früher dann auch aufzustehen, obwohl man eigentlich noch länger schlafen könnte. Und dann würde ich den Tag auf jeden Fall im ersten Schritt mit Licht beginnen. Und mittlerweile bei unserem Sonnenstand aktuell, beziehungsweise im Erdenstand vielmehr, also wo die Sonne in unsere Augen morgens reinkommt, kann schon eine gewisse Wachheit erzeugt werden. In den Wintermonaten kann man das auch mit künstlichem Tageslichtersatz nochmal mit erzeugen. Aber damit würde ich beginnen und nicht mit dem Kaffee direkt, wenn man dann Kaffee macht, etwas verspätet. Ich weiß, klingt jetzt komisch, aber da den Fokus drauf zu legen, wach werden mit Licht, sich ein paar Minuten Zeit nehmen, nach oben zu schauen, rauszuschauen, in die Ferne zu schauen, das wären so die ersten Tipps. Dann den Kaffee danach, das regelmäßig gemacht und man ist morgens auch dann deutlich schneller fit. Super. Kalte Dusche, kann sowas eine gute Idee sein, um irgendwie mal so einen Schockmoment zu bekommen? So, wow, jetzt bin ich wirklich wach. Also kalte Dusche kann durchaus ein interessantes Instrument sein. Ist wahrscheinlich auch eher eine Gewohnheit, beziehungsweise ist natürlich stoffwechselanregend. Durch die Kälte muss und das Auskühlen, was durch den Fluss des Wassers, dementsprechend ist es auf der Haut, fühlt sich das auch nochmal anders in der Kälte an, wie zum Beispiel ein Eisbad, wo man sich ruhig reinlegen kann. Entscheidend ist letztendlich dabei, dass durch die Temperaturabsenkung der Hauttemperatur der Körper Energie nachproduzieren muss. Und dieses Wiedererwärmen kann durchaus auch einen Effekt durch Stressachsenaktivität auf die Wachheit für den Moment nehmen. Ich würde das aber ähnlich wie Kaffee nicht so als klassischen, okay, dann gehe ich halt einmal in die kalte Dusche, dann bin ich wach, dann wird es funktionieren. Ihr werdet das merken, das wird einen gewissen Push geben. Man darf das gerne in seine Routinen mit einbauen. Ich würde aber auch nicht empfehlen, das immer und jeden Tag und dauerhaft und zu exzessiv und zu kalt zu machen. Auch hier das intermittierend machen, also dann auch mal Pausen dazwischen zu haben, wo man das nicht macht. Es muss immer auch etwas unangenehm sein. Wenn mir Leute sagen, ah, ich mache das, weil das tut mir so gut, dann ist das schon ein Indikator dafür, dass der Reiz vielleicht so angenehm ist, dass man sich halt darunter stellt, dann wird es aber weniger Effekt haben. Hm. Kurzum, man kann das in die Routinen mit einbauen. Der beste Taktgeber ist und bleibt aber Licht. Spannend. Und was ich mir eben auch aufgeschrieben habe, Matthias, du hast es so schön gesagt, der Wecker reißt uns quasi aus dem Schlaf. Logisch, in der Evolution, da sind wir natürlich aufgewacht, ja. Also durch im besten Fall durch die Sonne, die aufgeht, oder eben durch Hormone, die in unserem Körper ausgeschüttet werden. Ganz genau. Selten vielleicht auch mal durch einen Säbelzahntiger, der uns irgendwie am Fuß geknabbert hat. Aber klar, wenn wir jeden Morgen natürlich hart geweckt werden per Wecker in einer Phase, wo wir eigentlich vielleicht noch schlafen müssten, kann das auf Dauer wahrscheinlich nicht gesund sein. Das ist ein großes Thema, noch viel mehr betrifft das Kinder und Jugendliche, die immer zu ihrer geregelten Zeit aufstehen müssen, weil sie ja dann noch ihren Weg zur Schule haben. Und das sind echte Verschiebungen im Biorhythmus. Und die Natürlichkeit, du hast es gesagt, es ist ja toll, dass wir in der Lage dazu sind, wenn uns nachts etwas angreifen würde, wir auch schnell aktiv und hochfahren können. Das heißt, unser Stresssystem etwas wahrnehmen würde, wir aufwachen und auch aktiv werden können. Es ist aber nicht Sinn der Sache und eigentlich sollte es wirklich diese Ruhephase und auch diese wirkliche Regeneration, die verschiedenen Schlafphasen, die die Qualität des Schlafes ausmachen, eine wichtige Rolle dabei spielen. Ich empfehle immer, gerade wenn Schlaf vielleicht auch dann nochmal ein wichtiger Faktor ist, sich das auch mal für eine Zeit lang zu tracken, um mehr Informationen dazu herauszufinden. Der eigentliche, der natürliche Wecker ist unser Biorhythmus. Das ist das, wenn wir über zirkadianen Rhythmus sprechen. Und hier haben wir genau diese Aktivierung. Und im besten Falle sollten wir uns genau da anpassen. Das kann man etwas vor und zurück
verschieben. Das muss man quasi etwas umprogrammieren. Aber man sollte versuchen, regelmäßig da dran zu bleiben. Super. Wer mehr dazu erfahren will, kann natürlich auch noch einmal unsere Folgen zum Thema Biorhythmus hören und auch zum Thema Schlafen und Schlafhygiene. Scrollt einfach in unserer Health Nerds Library ein bisschen nach unten, da findet ihr die passenden Folgen dazu. Lass uns hier einen kurzen Break machen und über Artgerecht sprechen. Das ist das Unternehmen hinter den Health Nerds und diesem Podcast. Auf einer rein wissenschaftlichen Basis entwickelt das Team von Artgerecht extrem hochwertige Nahrungsergänzungsmittel. Immer mit dem Blick auf unsere Evolution und dem Ziel, wirklich nur die reinsten und am besten kompatibelsten Inhaltsstoffe zu identifizieren, um unserem Körper das zu geben, was ihm häufig fehlt. Iron, Elferin, Energy. Das sind einige der Top-Supplements von Artgerecht, auf die zum Beispiel Spieler unserer Fußballnationalmannschaft oder Trainerteams der Bundesliga und viele andere Leistungssportler und High-Performer vertrauen. Vielleicht hast du dir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob Supplements mit einer extrem hohen Bioverfügbarkeit für dich einen spürbaren Unterschied machen können. Deswegen, probier's doch einfach mal aus. Mit dem Code HealthNerds15 bekommst du als Neukunde 15% Rabatt auf deine erste Bestellung auf artgerecht.com. Schau es dir doch einfach mal an, während du jetzt die Health Nerds weiterhörst. Auf artgerecht.com sparst du als Neukunde 15% auf deine erste Bestellung mit dem Code HealthNerds15. Den Code und den Link packen wir dir auch noch einmal in unsere Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Die nächste Frage hat uns erreicht über Instagram Direct Message. Anne hat geschrieben: Liebes Health Nerds Team, wieder einmal eine sehr spannende Podcast-Folge über Energieverteilung im Körper. Hier meine konkrete Frage. Es ging ja darum, dass B-Vitaminmangel die Fettverbrennung stört. Ich habe in meinem Umfeld eine Person, bei der durch einen Atemtest festgestellt wurde, dass sie so gut wie keine Fettverbrennung hat. Dazu kommt starkes Übergewicht. Trotz Ernährungsumstellung, in Klammern artgerechte Ernährung, Kaloriendefizit und Sport funktioniert die Abnahme nicht. Könnte man jetzt sagen, B-Vitamine auffüllen und dann wird die Fettverbrennung funktionieren? Wie ist eure Meinung dazu? Viele Grüße und macht weiter so. So, Matthias, sehr ja detailliert, aber auch relativ komplex, würde ich als Laie sagen. Zunächst mal meine Frage, die ich direkt habe, ein Atemtest, was ist denn das genau? Wahrscheinlich so eine Art Spirometrie-Testung. Das kennt man eher, wenn man auch so Grundumsatz und Ähnliches mitbestimmen möchte. Ich gehe davon aus jetzt, dass es vielleicht sowas in die Richtung ist, um herauszufinden, wie wird letztendlich Energie produziert. Und ihr erinnert euch, oder ich habe es in der Hauptfolge eben auch versucht, und jetzt haben wir keine Tafel, kein Schaubild und nichts. Ich versuche es quasi so zu formulieren. Über verschiedene Energieträger gesprochen. Wir haben über Glucose gesprochen. Und wir haben über die biochemischen unterschiedlichen Pfade gesprochen. So, das heißt, zum einen haben wir über diesen anaeroben Stoffwechsel gesprochen, also ohne Sauerstoff. Aber immer mit in Verbindung auch einen aeroben Stoffwechsel. So, das heißt, das, was ich im Vorfeld, die Glucose, die ich anfange aufzuspalten, da wird ein bisschen Energie produziert ohne Sauerstoff. Ist eigentlich Fermentation, nichts anderes. Das findet in Zellplasma oder in der Zellflüssigkeit letztendlich statt. Und später dann in den Mitochondrien wird das weiter verarbeitet. Und wenn man quasi über solche Atemtestungen, vielleicht auch mit einem Cardiotraining involviert, Auskunft darüber bekommen kann. Es gibt auch Bluttestungen und Ähnliches, um mehr Informationen zur Energieproduktion und Ähnlichem zu bekommen. Das sind schon sehr erweiterte Testungen. Das Bild, was sie uns beschreibt von ihrer Bekannten, ist ein typisches, was wir häufig sehen. Und ich möchte jetzt nicht alles auf eine andere Episode abschieben, weil wir haben natürlich schon häufiger auch über das Thema richtig abnehmen gesprochen und warum das vielleicht auch nicht gut funktioniert. Aber das, was sie beschreibt, ist das Beispiel, was ich auch genannt habe. Wir haben eigentlich so viel Energie abgespeichert in Fettreserven und wir kommen an diese Fettreserven nicht ran. Und die Konsequenz ist auch noch, dass man sich müde und erschöpft fühlt. Verrückt, weil wir haben eigentlich die Energie in unserem Körper, im wahrsten Sinne des Wortes, können aber nicht drauf zurückgreifen. Und wenn wir dann auf Ihre Frage eingehen, simpel runtergebrochen, einfach B-Vitamine rein und das Ganze läuft, na, nicht unbedingt, aber es ist ein Ansatz und ein Thema, was eine wichtige Rolle spielt. Ob jetzt, und wir können die komplette Palette durchgehen, wir haben über die B-Vitamine gesprochen, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Pantothensäure, also B1, 2, 3 und 5, B6 gehört mit dazu, Biotin, Folsäure gehört dazu und ausführlich haben wir logischerweise auch über Vitamin B12, Cobalamin gesprochen. Und sie sind wichtige Kofaktoren in
Energiegewinnungsprozess. Und insbesondere Vitamin B1 brauche ich, damit die nächste Stufe, das, was ich gerade gesagt habe, das, was Fermentation im Zytoplasma angeht, weitergehen kann in die Mitochondrien. Dass dieses Pyruvat in Acetyl-CoA umgewandelt werden kann. Und ich möchte nicht zu viel Biochemie machen, aber dass dieser Prozess funktioniert, brauche ich ein Enzym oder ein Enzymkomplex, Pyruvate-Hydrogenase-Komplex. Ohne B1 wird das nicht funktionieren. Was heißt das? Diese Umwandlung funktioniert nicht. Und das ist dann häufig ein Energiemangelthema, das ich wahrnehme mit Müdigkeit, Erschöpfung, Muskelschmerzen und Ähnlichem. Und eben auch Energie, die nicht freigegeben werden kann. So, das heißt, ich will nicht sagen, bitte einfach nur B-Vitamine und das Problem ist gelöst. Das sollte man oder kann man auch im Vorfeld nochmal gut testen. Es können aber, und das wollte ich jetzt eben sagen, auch andere Faktoren durchaus eine Rolle spielen. So, und das heißt, ich stelle jemanden mit der Ernährung um, gehe auch in Kaloriendefizit, viel hilft viel, ich reduziere die Kalorien vielleicht etwas zu viel. Ich muss hier sicherlich auch, wenn nichts greift, unter Umständen nochmal berücksichtigen, ob ein hormonelles Ungleichgewicht eine Rolle spielen kann. Schilddrüsenfunktion und dementsprechend nicht nur TSH bestimmen, sondern auch T3, T4. Mehr nochmal der Blickwinkel Richtung Cortisol, also Stresshormone und Insulinproduktion, die durchaus eine Rolle dabei spielen können und dann auch wieder eine andere Ursache vielleicht dabei nehmen, nämlich ein chronisch aktives Immunsystem. Und dieses Thema Cortisol, und wir haben eben schon über Schlaf und auch Stresssituationen gesprochen, sicherlich auch nochmal Punkte, die man sich genauer anschauen könnte. B-Vitamine können eine Rolle spielen, ja. L-Carnitin habe ich angesprochen in der Hauptfolge als Transportvehikel von Fettsäuren in die Mitochondrien rein, damit die dann auch wirklich verbrannt werden können. Ist häufig ein Thema, gerade eher bei vegetarisch-veganer Ernährung unter Umständen, wenn wir uns den Blickwinkel nochmal vor Augen führen. L-Carnitin kann zu Teilen aus Aminosäuren vom Körper selbst gebildet werden. Es steckt im Namen drin, man findet es aber eher in Fleisch und Lebensmitteln, die tierischen Ursprungs sind. Das B-Vitamin auffüllen muss man aber nicht komplett vernachlässigen, das sicherheitshalber auch mit abzudecken, durchaus sinnvoll. Vorherige Testung macht Sinn und ansonsten natürlich auch über passende Nahrungsquellen abdecken. Und so finden wir Vitamin B1 eben auch in Nüssen, Saaten, Vitamin B2 in Eiern, in Fleisch, das habe ich schon mit aufgeführt und das finden wir eben bei vielen B-Vitaminen. Vitamin B12 haben wir auch gesagt, Fleisch, Fisch, wird teilweise in Pflanzen auch mit angereichert. Grünes Blattgemüse finden wir eher Folat oder Folsäure, auch in Zitrusfrüchten. So, das heißt, eine ausgewogene Ernährung, damit drauf zu achten. Und sollte es eben doch wirklich einen Mangel bestehen, der sich im Test bestätigt, dann macht die Mikronährstofftherapie unter Umständen Sinn. Super. Also, liebe Anne, wir hoffen, dass wir deiner Freundin oder deiner Person da im Umfeld, wen auch immer es betrifft, vielleicht ein paar Ideen liefern können, was er oder sie machen kann, was vielleicht helfen kann, was Gründe sein können. Probiert es mal aus und meldet euch gerne auch wieder bei Matthias und seinem Team und gebt mal ein Update, wie vielleicht die nächsten Wochen und Monate gelaufen sind, was sich da getan hat. Die nächste Frage hat uns erreicht, ebenfalls bei Instagram, von Lauren Zoe. Ich hoffe, ich habe ihren Namen richtig ausgesprochen. Vielleicht wird sie auch Lauren ausgesprochen. Also sie schreibt jedenfalls, liebes Artgerecht-Team, ich habe eure Podcast-Folge gehört und kann das Thema sehr gut nachvollziehen. Ich bin weiblich, 21, ernähre mich vegetarisch und mache auch viel und vielseitigen Sport, in Klammern Cardio, Yoga, Tennis und Krafttraining. Wenn ich morgens sehr aktiv bin oder Sport mache, bin ich über den Tag hinweg eigentlich immer sehr wach und auch energiegeladen. Ungünstig ist, dass dies die Voraussetzung dafür darstellt. Bedeutet, wenn ich keinen Sport mache, weil ich früh zum Beispiel raus muss oder weil ich einfach mich mal nicht nach Sport fühle, dann bin ich den ganzen Tag über abgeschlagen, müde und energielos. Ich fand euren Punkt mit dem Laktat deshalb sehr gut nachvollziehbar. Aber es kann doch eigentlich nicht sein, dass meine Schwelle so hoch ist, energiereich in den Tag zu starten. Ich habe Anfang des Jahres Bluttests gemacht, wobei keine Mängel nachgewiesen wurden. Ich habe auch schon überlegt, ob es vielleicht an meinem niedrigen Blutdruck liegen könnte. Was meint ihr? Liebe Grüße, Lauren Zoe. So, Matthias, auch sie hat das sehr gut beschrieben. Auch sie ist sehr aktiv, macht viel Sport, ja, scheint sich gut zu ernähren, ist jung, 21, also voll im Saft, wie man so schön sagt. Was ist bei ihr los? Warum hat sie so unterschiedlich gefühlt, zumindest unterschiedliche Energielevel?
Naja, also den beschriebenen Mechanismus, morgens sportlich aktiv zu sein, und das trägt sie auch gut über den Tag, passt zu den Empfehlungen, die wir häufiger hatten, morgens gerne auch mit einer Aktivität zu starten. Das heißt nicht aufstehen und sofort los, aber in der ersten Stunde, in den ersten 2-3 Stunden aktiv zu sein, macht durchaus Sinn. Warum? Weil es grundsätzlich genau das tut, was ich eben schon als anderen Taktgeber, nämlich mit dem Licht beschrieben hat. Es sorgt für mehr Aktivität, die Stressachsen werden aktiv. Und es hat natürlich einen gewissen Effekt auf die Energieproduktion. Und für die Leute, für die ich habe den Punkt, glaube ich, auch erwähnt, die regelmäßige Bewegung zwischendurch über den Tag, die auch für Aktivität sorgen kann. Also ich habe dieses Laktatthema angesprochen, sprich eine Art Kaltstart zu machen, ohne sich vorher aufzuwärmen, kurz 1 Minute, 2 Minuten intensiv zu bewegen, was den Körper dazu zwingt, die Muskulatur schnell Energie zu bekommen. Und die Zeit danach, nach dieser Aktivität, auch schon nach 1-2 Minuten, sorgt letztendlich dafür, dass Energie nachproduziert werden muss und man einfach auf einem anderen Aktivitätslevel ist. Und bei ihr, wie sie es beschreibt, intensive sportliche Einheiten, auch mit höherem Umfang, braucht sie, und das wird einen ähnlichen Prozess mit loslösen, das wird die Stressachse hochbringen und insgesamt ihr Energielevel über den Tag positiv mit beeinflussen. Sie hat einen wichtigen Punkt genannt, nämlich das Thema niedriger Blutdruck. Wenn der nun wirklich besteht, dann kann es durchaus sein, dass sie den über die intensive Bewegung gut hochgepusht bekommt und dass sich auch länger über den Tag quasi mitträgt. Das sollte man durchaus nochmal mit beobachten, ob auch andere Symptome auftreten, wie Schwindel, Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, und man vielleicht Korrelationen findet, wenn man mal den Blutdruck parallel dazu misst, um mehr Informationen dazu zu bekommen, was eben auch durch eine anfängliche Bewegung am Tag positiv begegnet werden kann. Die Frage ist, kann sie es vielleicht mit einrichten, kürzere Einheiten zu machen? So, das heißt, wie viel Bewegung muss es dann wirklich sein und lassen die sich immer einbauen? Ich denke jetzt eher an eine typische Wochenplanung. 3-mal die Woche funktioniert das gut, 2-mal so eine Arbeitswoche vielleicht nicht so gut. Kann ich trotzdem vielleicht so ein paar Minuten eine intensive Einheit machen, die sich positiv darauf auswirkt? Und sie hat als letzten Punkt noch mit erwähnt, das Thema Blutwerte wurden bestimmt, alles fein. Ohne jetzt irgendetwas zu pathologisieren oder zu sagen, dass nicht immer alles fein ist, ich kenne aber die Blutwerte auch nicht. Und eine vegetarisch-vegane Ernährung bedarf insbesondere der Berücksichtigung, wie ist meine Eisenversorgung, wie ist meine Vitamin B12-Versorgung, supplementiert sie dazu vielleicht etwas? Und bei Eisen wissen wir, es geht natürlich nicht nur um den Eisenwert oder den Hämoglobingehalt, sondern eben auch um Eisenspeicher. Funktioniert das gut? Bin ich ausreichend mit Omega-3-Fettsäuren versorgt? Bin ich ausreichend mit Eiweiß versorgt? So, das sind so die Eckpunkte, wo ich auf jeden Fall drauf schauen würde, ohne jetzt, wie gesagt, vegetarisch-vegane Ernährung zu verteufeln. Aber das ist das, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Diese Kofaktoren oder diese Stoffe, die ich gerade aufgezählt habe, haben dann eben durchaus auch einen Einfluss darauf, was die Energieproduktion angeht. Und wenn das Stresslevel hochfährt durch die Bewegung, macht sich das vielleicht in dem Moment nicht so bemerkbar. Nichtsdestotrotz, im ersten Schritt würde ich die Blutdruckthematik nochmal abdecken, schauen, das, was ich gerade sagte, die Werte, ob die auch wirklich so bestimmt worden sind, ob vielleicht auch ein Teil von Supplementierung auch schon mit stattfinden kann. Und als Tipp, wie viel Bewegung muss es am Morgen sein, damit es sich gut über den Tag rüberbringen kann, und versuchen, das regelmäßig mit einzubauen, um zumindest symptomatisch im ersten Schritt da nicht weitere Probleme zu haben. Ganz klare Empfehlung und konkrete Tipps von unseren Gesundheitswissenschaftlern. Matthias, wir wollen direkt zur nächsten Frage springen, denn auch mit dem Blick auf die Uhr, wir wollen ja versuchen, hier in der Sprechstunde auf den Punkt Unterstützung zu geben, Fragen zu beantworten. Und die letzte Frage, die wir uns hier aufgehoben haben, die ist relativ lang. Eine Karlsruherin hat sich bei uns gemeldet. Michaela hat uns eine lange Nachricht geschickt, ein ganzes PDF. Und ich versuche das ein bisschen zu kürzen. Manuela, sieh es mir nach. Wir haben natürlich alles uns sehr intensiv durchgelesen, aber ich glaube, es würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Sie schreibt also: Liebes Health Nerds Team, erstmal vielen Dank für den grandiosen Podcast. Ich darf immer viel Neues lernen. Jetzt zu meiner Frage. Ich bin 38 Jahre, weiblich, die Mutter eines Kindes und habe schon sehr lange ein Stoffwechselproblem im Hinblick auf Energieverteilung bzw. Verwertung. Ich war schon bei zig Ärzten, Heilpraktikern und so weiter, habe auch schon viel recherchiert. Bisher hat aber noch niemand eine Lösung gefunden. Meine Werte sind immer ganz gut. Ein paar Mikronährstoffe und Vitamine waren auffällig, zum Beispiel Eisen, B6, Mangan, Selen. Das substituiere ich nun auch schon eine Weile, aber meine Symptome haben sich nicht verbessert. Auch Blutzuckerwerte sind unauffällig. Blutdruck ist oft sehr niedrig. Ich reagiere stark auf meinen Zyklus und auf den Hormonabfall in der zweiten Hälfte mit Schlafstörungen, Wassereinlagerungen und Kopfschmerzen.
Es zeigen sich wie folgt diese Symptome. Ich bin eine wahnsinnig schnelle Verstoffwechslerin, aber man sieht es mir nicht an. Vor allem, wenn ich geistig arbeite, verbrenne ich unglaublich viel und falle schnell in Unterzuckerzustände mit Schwitzen, Sehstörungen, Zittern. Auch wenn ich auf eine ausgewogene Protein-Kohlenhydrat-Fettzufuhr achte. Spätestens alle 4 Stunden muss ich etwas essen. Am besten geht es mir nach einer ausgewogenen Abendessensmahlzeit. Mittags sind die Symptome am schlimmsten. Früher habe ich sehr viel Leistungssport gemacht, da ist es nicht so aufgefallen. Mittlerweile als junge Mama komme ich nicht mehr so zum Sport machen. Entsprechend viel habe ich auch in den letzten Jahren zugenommen. Sie schreibt dann weiter, ich fasse das ein bisschen zusammen, dass sie in Summe 25 Kilo mittlerweile mehr auf den Rippen hat, dass sie viele verschiedene Symptome hat, die sie ja seit vielen Jahren begleiten. Unter anderem hat sie seit 2016 Tinnitus auf beiden Ohren, seit 2018 ein unerklärliches Kribbeln in allen Nervenbahnen ihres Körpers, besonders in Beinen und Armen, aber auch Gesicht und Rücken. Sie hat also verschiedene Sachen, die bei ihr nicht in Ordnung sind. Sie hat das Gefühl, ihr System ist in Panik und schreit, wir brauchen jetzt sofort etwas zu essen, wenn sie nicht, wie gesagt, alle 4 Stunden etwas essen kann. So, jetzt also die Frage an uns, ob wir eine Idee haben, was da los sein kann. Ist ihr Energiehaushalt komplett durcheinander? Matthias, du hast dir das natürlich intensiver jetzt angeschaut, als ich es hier komprimiert zusammengefasst habe. Was kann man auf diesem Wege vereinfacht ihr als Idee mitgeben? Wie können wir ihr helfen? Also ich habe verschiedene Aspekte und Michaela, sieh es mir nach, falls du sagst, okay, habe ich schon alles, ist vielleicht auch durch. Ich würde mal so die ersten Ansatzpunkte unmittelbar mit aufgreifen und der Frage nachzugehen, ist es aus einer evolutionären Perspektive heraus physiologisch zu sagen, ich muss auf jeden Fall alle 4 Stunden etwas essen. Und Fakt ist, wir sind, und es darf dann auch mal in Anführungsstrichen wehtun, mal etwas nicht zu essen, aber rein theoretisch in der Lage, sollten in der Lage sein, auf Energiereserven zurückzuführen. Warum erwähne ich das? Sie selbst ist etwas, was mir sofort dann einfällt, wenn ich dann nämlich an das Thema Glucose-Insulin-Stoffwechsel denke. Sie sagt, es ist eigentlich immer alles in Ordnung. Ich gehe aber auf etwas anderes ein. Das eine ist nämlich die Frage, sie spricht auch von Unterzuckerung. Die Frage, ob schon mal bestimmt worden ist, was macht eigentlich parallel Insulin, wenn der Glukosewert vielleicht absinkt oder auch stärker absinkt? Und man könnte überlegen, den sogenannten Homer-Index an der Stelle zu bestimmen oder auch so eine, wir haben schon über Tracker und Ähnliches gesprochen, auch den Blutzuckerspiegel mal über einen längeren Zeitraum mit zu beobachten, um zu sehen, wie sich die Blutzuckerkurve über den Tag entwickelt. Und Insulin gäbe uns die Auskunft darüber, ob vielleicht immer sehr viel Insulin ausgeschüttet wird und was vielleicht ein Faktor dafür wäre, dass eine sogenannte Insulinresistenz entstehen könnte, was dann auch immer wieder Hunger nochmal mit dazu nimmt. Sie spricht von einer ausgewogenen Makronährstoffverteilung, also Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße. Da darf man sicherlich auch nochmal, müsste man nochmal im Detail drauf schauen, über die Ernährung, ob es vielleicht Faktoren gibt der vorherigen Mahlzeit, die wiederum dazu führen, wenn sich vielleicht auch im Glucose-Insulin-Stoffwechsel doch etwas zeigen würde, eine Insulinresistenz zeigen würde, die es bedingen würde, dass die nächste Mahlzeit dann auch zügig wiederkommen müsste. Das ist eine Möglichkeit. Dann sprach sie von Bluttestungen, die gemacht worden sind, einigen Mikronährstoffen, die auffällig waren, wo sie im Moment noch keinen Unterschied mit festgestellt hat nach der Einnahme. Es hängt natürlich auch ein bisschen ab, seit wann wird es eingenommen. Ich würde da aber schon empfehlen, dass auch dort, wo du es gemacht hast, auch nochmal nachtesten zu lassen. Bedeutet, ist der Eisenhaushalt, ich habe es eben in der anderen Frage auch schon erwähnt, ist der Eisenhaushalt wieder in Ordnung? Und das reicht nicht, um Serumeisenwert zu bestimmen. Eisenspeicherwert, mindestens mal ein kleines Blutbild, Entzündungsmarker, HSCRP oder CRP in der Bestimmung, ob es da vielleicht ein Faktor oder eine Rolle sein könnte, die auf dem Energielevel wirklich noch eine Rolle mitspielen könnte, was sich, und deswegen komme ich unweigerlich dazu, auch wieder auf das Thema dieser Nervenfunktion, kribbelndes Gefühl. Natürlich, da kann man, und ich gehe davon aus, dass sie das schon gemacht hat, vielleicht auch differenzialdiagnostisch schauen, gibt es irgendwelche anderen Möglichkeiten, Nervenerkrankungen und Ähnlichem, ohne da jetzt zu viel rein zu interpretieren, könnten aber auch hier B-Vitamine durchaus eine Rolle spielen. Und Gleiches gilt, und deswegen ist der Zusammenhang nicht so weit hergeholt, auch mit dem Thema Tinnitus. Also bei Tinnitus wissen wir, dass es unter Umständen ein Thema der Durchblutung der vertebralen Gefäßsituation sein kann. Wir wissen, dass Stress eine sehr entscheidende Rolle spielt, je nachdem, wann es aufgetreten ist. Und wir wissen aber auch, dass B-Vitamine durchaus ein Faktor sein können und auch andere Antioxidantien und Kofaktoren, die wichtig sind, Coenzym Q10, Alpha-Liponsäure,
Kohlensäure beispielsweise, bis hin zu dem Thema, auch da weiter drauf zu schauen, Schwermetallbelastung, irgendwelche Umweltgifte, die quasi diese Symptomatik nochmal separat mit fördern können. Bedeutet, ich würde erst, bevor jetzt die ersten Empfehlungen kommen, nochmal diagnostisch reinschauen. Haben wir irgendwelche Auffälligkeiten, was die Blutwerte angeht? Sie schreibt, das hattest du jetzt eben, glaube ich, nicht nochmal vorgelesen, dass die Symptomatik sich zugespitzt hat. Und wir sind wieder bei dem Thema Energie einspeichern und sie wird gar nicht freigegeben. Sie zieht aber mehr Energie und muss, das kann das auch nur über Essen zu sich führen. Und es hatte sich in der Zeit um 2013 zugespitzt, als sie sich vegetarisch-vegan ernährt hat. Auch hier bin ich wieder bei den Energy Response Modifier, also die Energieantwort mit erhöhen, dazu gehört auch L-Carnitin. So auf der Ebene der Supplementierung ist sicherlich noch etwas möglich. Und ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht erfüllend, dass man sagt, okay, jetzt sag mir doch mal bitte, was könnte es sein? Der erste Punkt ist, ich würde es mir genauer anschauen und überprüfen, ob die Werte, die schon getestet worden sind, sich auch wirklich wieder eingestellt haben, gerade was den Energiemangel angeht. Und dann würde ich versuchen, für eine Phase auch konsequent, vielleicht auch, nennen wir es auch mal radikal, die Ernährung zu verändern oder aus dem bestehenden Setup quasi rauszugehen, wo man das so im alltäglichen Doing letztendlich versucht und sich auch möglichst natürlichen Reizen auszusetzen oder auch mal für einen gewissen Zeitraum konsequent wie eine Art Reset für den Stoffwechsel nochmal zu machen, eine wirklich Diät und auch niederkalorische Diät mit einzubauen und zu gucken, wie man darauf reagiert. Die sollte dann im besten Falle eher proteinreich sein. Das ist vielleicht noch ein Schritt zu weit. Erstmal gucken, ob die Punkte, die ich erwähnt habe, sich da Auffälligkeiten ableiten und zuletzt noch das Thema der zyklusbedingten und zwei, sie erwähnte die zweite Zyklushälfte als einen wichtigen Faktor, auch hier endokrinologisch nochmal abklären zu lassen. Hormonell, Östrogen, Progesteron, Cortisol kann durchaus ein wichtiger Faktor sein. Alles Steroidhormone, Östrogen und Progesteron bzw. die Progesteronproduktion steigt erst in der zweiten Zyklushälfte. Und der Frage nachzugehen, haben wir vielleicht in der zweiten Zyklushälfte gerade bei den Symptomen eher eine Östrogendominanz oder eine relative Östrogendominanz, dadurch, dass wir eher Progesteronmangel haben. Da würde ich auf jeden Fall mit drauf schauen, ob man hormonell das ausgleichen muss oder eben auch über Ernährung und Lebensstilfaktoren versuchen kann, besser mit zu beeinflussen, dass sich dieser Faktor auch mit regulieren kann und die Energie letztendlich wieder freigegeben werden kann. Also sehr komplex, wie natürlich auch das Krankheitsbild und die ganzen Symptome, so auch Matthias' Antwort. Aber ich bin sicher, Michaela kann sich da ein paar Ideen rausziehen. Einfach probieren, was könnte funktionieren bei ihr, was hat vielleicht in der Vergangenheit noch niemand betrachtet, wo könnte vielleicht ein Ansatzpunkt sein, um wirklich eine Änderung herbeizuführen. Und erst einmal, Michaela, und das muss man dir wirklich ein Kompliment machen, überhaupt den Mut zu haben, sich hier bei einem Podcast so ausführlich auch zu melden, das alles runterzuschreiben. Das zeugt ja schon davon, dass du wirklich gewillt bist, dass da eine Änderung eintritt, dass du es besser machen willst, dass du ja gesund werden willst. Und wir drücken dir wirklich alle fest die Daumen, dass du da ja vorankommst. Die Sprechstunde ist schon wieder rum, Leute. Es hat großen Spaß gemacht. Energiedefizite im Körper, Energieverteilung, Energieentstehung. Matthias Baum und sein Wissenschaftsteam von Artgerecht haben uns einen spannenden Einblick gegeben, wie in unserem Körper die Energie entsteht und wie sie verteilt wird und was eben passiert, wenn das ganze System aus dem Gleichgewicht gerät. Nächste Woche Donnerstag gibt's eine neue Folge. Bis dahin freuen wir uns, wenn ihr gerne die Glocke drückt und unseren Podcast abonniert, falls ihr das nicht längst gemacht habt. Schreibt uns gerne euer Feedback und auch eure Themenwünsche. Worüber wollt ihr gerne mal wissenschaftlich sprechen? Wir schauen uns alles an. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt eine gute Woche. Bleibt gesund und bleibt neugierig. Vielen Dank. Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu. Ein All Ears on You Original Podcast.